Heute ist der Weltwassertag und wir sind hier in Berlin im Regierungsviertel. Dort ist der Bundestag und wir setzen ein Zeichen dafür, dass 800 Millionen Menschen nach wie vor ohne sauberes Trinkwasser, 2,5 Milliarden ohne Zugang zu Sanitärversorgung leben. Wir haben am Brandenburger Tor Bundesminister Niebel eben dreckiges Wasser, etikettierte Flaschen überreicht, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass die Politik heute handeln muss, damit die Schülerinnen und Schüler, die Jugend in der Zukunft sauberes Wasser hat. In anderen Ländern der Welt gehen Leute heute auf die Straße, weil es um ihr eigenes Leben geht. In Afrika, in Asien, die Leute sind auf der Straße, um darauf aufmerksam zu machen, wir haben ein Recht, es ist ein Menschenrecht, Wasser- und Sanitärversorgung zu haben. Weil Wasser ein ganz wichtiges Gut ist, was wir manchmal gar nicht mehr zu schätzen wissen in Deutschland, was aber in vielen anderen Ländern dieser Welt wirklich von existenzieller Bedeutung ist. Ein Thema, das so wichtig ist, dass sich die Vereinten Nationen im Jahre 2010 zum Glück auch mit Hilfe der deutschen Bundesregierung durchgerungen haben, das Recht auf Wasser- und Sanitärversorgung als Menschenrecht anzuerkennen. Und deswegen ist es so toll, dass die Schülerinnen und Schüler hier an diesem Projekt teilnehmen, weil es auch ein Teil der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit ist, um deutlich zu machen, wie bestimmte Themenkreise miteinander zusammenhängen. 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Hände waschen ist wichtig. Ich bin hier, weil in anderen Ländern kriegt man einfach kein Wasser, wenn man Durst bekommt. Und dafür stehen auch die Flaschen. Wir sind heute hier, weil wir mit den anderen Schulen aufmerksam machen wollen, dass andere Leute in anderen Ländern kein Wasser haben und keine Toiletten haben und dadurch werden sie krank und sterben dann. Wir haben ihn jetzt stellvertretend für alle Schüler, die hier sind, die 2 Flaschen übergeben und wollen auch damit sagen, dass auch es nicht selbstverständlich ist, dass alle sauberes Wasser haben und dass manche halt mit so einem Wasser leben müssen. Ich freue mich, dass Sie alle hierher gekommen sind. Ich wünsche viel Erfolg für die anschließende Demonstration.